das Wort derer, die den Auferstandenen sehen, ist das Wort eines die Zeugen überwindenden Ereignisses. So sagt es der große Neutestamentler Heinrich Schlier. Das Wort derer, die den Auferstandenen sehen, ist das Wort eines die Zeugen überwindenden Ereignisses. Es ist gut, wenn wir uns das in Erinnerung rufen, liebe Schwestern und Brüder, weil wir zuweilen auch ganz aktuell lesen und hören können, als sei Ostern erst in die Welt gekommen, seitdem es die Zeugen von Ostern gibt oder die Zeuginnen wie Maria von Magdala. So wichtig diese Zeugen sind, vor den Zeugen liegt das eigentliche Ereignis. Das müssen diese beiden, die da unterwegs sind nach Emmaus, lernen, und zwar sehr gründlich lernen. Sie kennen ihre Heilige Schrift, wie wir sie vielleicht kennen, wie wir sie vielleicht sogar lesen, aber sie wissen sie nicht zu deuten, sie wissen sie nicht recht anzuwenden. Deshalb sind sie auf dem Weg nach Emmaus, weg von dem, was dort in den letzten Tagen geschehen ist. Deshalb nennen sie Jesus einen Propheten. Immerhin. Aber für Jünger Jesu ist das nicht genug. Deshalb können auch die Zeugen diese Jünger nicht überzeugen. Einige Frauen waren beim Grab, sie haben gesehen, Engel, das Grab ist leer und nichts. Weit und breit nichts von Ostern zu merken bei diesen beiden. Sie sind immer noch auf dem Weg weg. So wie viele heute auf dem Weg einfach weg sind. Weil sie weder nicht nur den Zeugen nicht glauben, sondern weil sie dem keine Beachtung schenken. Es hat keine Bedeutung für sie. Und auch die Schrift nicht zu lesen verstehen. Genau an diesem Punkt hakt aber dieser Unbekannte, der sich diesen beiden zugesellt, genau an diesem Punkt hakt er sich bei ihnen unter. Hans Urs von Balthasar sagt, Jesus hakt bei der Schrift ein, die sie kennen sollten. Es geht nicht um einen Propheten, es geht um den Messias selbst, auf dessen Sterben und Auferstehen alle drei Teile der Schrift, das Gesetz, die Propheten und die übrigen Bücher, von den Juden insgesamt Schriften genannt, auf den sie konzentrisch hinweisen. Alles prophetisch darin Erzählte weist darauf hin, dass Leiden und Tod nicht das letzte Wort Gottes über den Menschen ist, sondern dass der urbildliche und endgültige Mensch, der Messias, in seiner Person alle Bilder zur erfüllten Wahrheit bringen wird. Das ist so wahr, was wir da hören. Und wir sehen zugleich, dass unsere Krise, von der wir so oft sprechen und die uns selber ja oft genug betrifft, hausgemacht ist. Denn schon von den Leseordnungen angefangen, werden alle prophetischen Aussagen über Christus, weil man sie für unmöglich hält und angeblich für eine Entwertung des sogenannten Alten Testamentes, werden eliminiert, bis in die Übersetzungen hinein. Das ist die große Gefahr. Statt wir mit dem Auferstandenen lernen, die Schrift von ihm her zu verstehen, wie das der Ritus in der Osternacht deutlich macht. Deshalb die vielen Lesungen, und wir lesen sie nicht irgendwann vor dem Osterfeuer, sondern wir lesen sie im Licht der Osterkerze. Das heißt, im Lichte Christi wollen diese Schriften verstanden, gedeutet werden, weil sie auf ihn hinweisen, wie er selber diesen beiden Jüngern sagt. Und schließlich ist es ein weiteres Wort, das uns vielleicht, zumindest viele hier unter uns, auch ganz persönlich erreicht. Heinrich Schlier sagt, vom Ursprung her spricht also aus dem Zeugnis von dem auferweckten Jesus Überwältigung. Nicht Überredungskunst, sondern schlichtweg Überwältigung. Da gibt es bei den Frauen, wir haben das in der Osternacht gehört, Furcht, Schrecken, Flucht wie bei den beiden Emmaus-Jüngern.
Das ist das Erste, weil sie überwältigt sind. Wenn ich gestern Abend, vielleicht sollte ich das gar nicht tun, kurz noch lese, was die Medien berichten, was viele unserer Bischöfe gepredigt haben, und das ist natürlich alles gut und schön, oder auch die Ansprache des Papstes, dass es um mehr Menschlichkeit geht und das Miteinander und Frieden in die Welt kommt, das ist irgendwie immer richtig. Aber ich vermisse das eigentlich Österliche. Ich vermisse eine Spur dieser Überwältigung. Und wenn man so will, kann man sie finden, indem, wenn man sich richtig auf diese Kar- und Ostertage eingelassen hat, indem wir, ich meine, Sie schauen jetzt heute Morgen immer noch und auch bei den Schwestern in relativ müde Gesichter. Und natürlich kann man dann sagen, ja, ist das denn österlich? Die müssen dann irgendwie strahlen, die müssten aussehen wie polierte Ostereier zumindest, ja, rot im Gesicht und glänzend von Öl. Stattdessen hängt alles so ein bisschen herunter, ist bei mir ja auch so. Liebe Schwestern und Brüder, alles das, was die Liturgie uns in den letzten Tagen abgefordert hat, vom Kirchenschmuck angefangen bis zu den langen Gebeten, die wir singen und sprechen, ist Ausdruck jener Überwältigung, jenes Überwältigtsein, das man zunächst gar nicht in Worte fassen kann, das man nicht bewältigen kann, wie wir das so oft sagen, sondern Ausdruck jener österlichen Überwältigung, von dem man dann in der Folge aufbrechen kann, hingehen kann, um davon und damit Zeugnis zu geben. Wenn davon mehr in der Welt wäre, vor allen Dingen auch mehr in der Kirche wäre, dann müssten wir nicht unbedingt aussehen und strahlen wie polierte Ostereier. Aber ich bin sicher, dieses Zeugnis würde seine Wirkung nicht verfehlen. Überwältigt zu werden von einer Begegnung, wie es jene Emmaus-Jünger waren. Und deshalb lässt der Auferstandene sein Wort und sein Sakrament in der Gemeinschaft der Kirche, damit wir auf dieser Spur der Überwältigung und des Überwältigtseins bleiben.